Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen mit besserer Laune wieder auch zur nächsten Aufnahmesession von Das Schwarze Schloss. Ihr seht schon, das Menü hat sich sogar ein bisschen verändert. Wir haben jetzt einen Beenden-Button tatsächlich. Und ja, ich habe gestern nach der anderen Aufnahmesession vom letzten und vorletzten Part und ich glaube vorvorletzten Part auch, auf jeden Fall habe ich da meinen Freund nochmal angehauen und gesagt, ah, ich habe verheerende Fehler entdeckt mit unsichtbarer Frau im Innen von Havor und die Wache sagt nicht den richtigen Text und ah, alles scheiße. Und das hat er jetzt behoben. Wie gesagt, der Beenden-Button ist sogar auch inzwischen drin und jetzt können wir auch vernünftig hoffentlich weitermachen. Und ja. Ich hatte ihn auch gebeten, nochmal nachzugucken, alle weiteren Events zu überprüfen nochmal, dass nicht noch weitere Personen irgendwie unsichtbar sind oder sonst auch irgendwas noch schief gehen könnte. Und er meinte, es müsste jetzt alles richtig sein. Hoffen wir das mal. Und reden jetzt nochmal mit der Wache, die es das Richtige auf jeden Fall auch sagt. Stell hier ja nichts an, Fremder. Das hatte ich auch nicht vor. Aber ich würde Sie gerne etwas fragen. Haben Sie in den letzten Tagen jemanden hier gesehen, der nicht in Havor lebt? Natürlich, Menschen, die hierher kommen, um sich zu erholen. Oder Leute, die aus anderen Gründen hierher kommen. Diese Leute sind dann entweder im Inn anzutreffen oder nehmen ein Schiff für ihren weiteren Weg. Danke für die Auskunft. Gerne doch. Hoffentlich hat Jessica kein Schiff genommen, sonst könnte sie wirklich überall sein. Auch wenn er etwas Ähnliches schon gesagt hat, beziehungsweise sich gedacht hat, bei, als er den Bauernhof verlassen hat, aber ne, man kann es ja nochmal ansprechen. Das ist übrigens ein Haus, bei dem sich viele erstmal gewundert haben, weil man an diesem Kind einfach nicht vorbeikommt und das ist beabsichtigt, weil mir einfach sowieso schon ein bisschen die Ideen fehlen bei Bücherregalen und sowas, was ich da alles immer reinschreiben soll, dass man was auch wirklich zum Anquatschen hat und Infos bekommt und was nicht alles. Und deswegen habe ich einfach das Mädchen hier in den Weg gestellt, damit man dieses Haus einfach auch gar nicht erst untersuchen kann. Aber dass man halt trotzdem rein kann, um halt, ja, keine Ahnung, seine Freude dran zu haben. Keine Ahnung, wie auch immer. Ist ganz niedlich, das Gespräch hier. Hallo, junge Dame. Bist du hier etwa ganz alleine zu Hause? Was auch natürlich eigentlich, blöd ist, von ihm natürlich zu fragen. Denn ich meine, klar, wir wissen oder können uns auf jeden Fall schon mal denken, ey, Hannes ist kein schlechter Mensch im Großen und Ganzen, ne? Aber es klingt einfach, als wäre er der übelste Kindesentführer oder sowas, ne? Hey, bist du ganz allein zu Hause? Kann ich dich dann irgendwie mitnehmen und deine Eltern um Geld erpressen? Das fällt mir jetzt erst auf. Trotzdem passt die Frage natürlich, weil sie ist ja einfach direkt, ne? Und wenn man jetzt so ein Haus betritt, wo alle Türen quasi auch offen sind, sage ich mal, ne? Man würde es hören, wenn noch irgendwo jemand ist und rumläuft oder keine Ahnung, was auch immer macht. Deswegen, klar, die Frage ist schon okay, aber ne, es wird gerade wirklich ein bisschen komisch. Bist du hier ganz alleine zu Hause? Nein, Billy ist ja bei mir. Na, wenigstens etwas, ne? Billy? Na, mein Hund. Meine Mama ist draußen unterwegs und ich soll in der Zeit mit Billy zusammen auf das Haus aufpassen. Ah, verstehe. Sag mal, du hast nicht zufällig eine fremde Person hier in der Stadt gesehen, oder? Nö, wieso? Also, abgesehen von dir. Weil meine Freundin verschwunden ist. Ich suche sie. Oh, wie im Märchen. Der strahlende Held kommt, um seine Geliebte zu retten. Naja, ein Held bin ich nicht unbedingt. Und um sie zu retten, müsste ich sie erst einmal finden. Das schaffen sie sicher. Das hoffe ich, danke. Und was sagst du dazu, Billy? Okay, ich gehe wieder. Ich finde es auf jeden Fall auch wirklich gut, das war mir wichtig, dass Hannes so ein bisschen Einsicht zeigt. Weil wir werden noch etwas über ihn herausfinden, sehr bald, wenn sein längerer Spielabschnitt hier zu Ende ist, was auch wirklich das, ja, einer der wenigen Punkte bisher ist, wo das Spiel noch wirklich ein RPG auch wirklich ist und kein Visual Novel, ne? Da man hier wirklich erkunden kann, mit den Leuten quatschen kann, rumrennen kann, sich ausrüsten kann, was wir jetzt hier zum Beispiel auch tun werden beim Schmied. Aber ja. Wie gesagt, Story steht im Vordergrund, deswegen ist es schon alles richtig so. Und boah, Alter, ist das dunkel hier. Also vielleicht sollte er hier doch... sollte das nicht andersrum sein? Weil warum brennt diese Lampe und hier steht er im Dunkeln? Hat mein Freund da jetzt die Lampen verwechselt, welche leuchten muss und welche nicht?
Ich meine, vielleicht steht er auch sonst hier im Dunkeln, aber warum leuchtet die? Ich meine, okay, hier arbeitet er, ne? Hier ist sein Arbeitsbereich, deswegen natürlich muss hier auch genug Licht sein. Gerade wenn es hier irgendwie keine Fenster gibt, durch die dann Licht kommt, aber... Weiß ich nicht. Also vielleicht sollten wir diese Lampe auch anzünden, oder? Was meint ihr? Ihr könnt mir mal eure Meinung in die Kommentare sonst schreiben. Bücher über die Schmiedekunst und über wilde Schlachten der Vergangenheit. Und hier das Gleiche. Okay. Wenn du eine gute Waffe oder eine robuste Rüstung brauchst, bist du bei mir genau richtig. Dann zeig doch mal, was du hast. Er hat bisher nicht unbedingt so viel, aber er hat einen Lederwams, was genauso viel kostet, wie wir aktuell dabei haben. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich nützlich. Deswegen, das holen wir uns auf jeden Fall. Ach, das sagt doch gar nichts mehr. Danke für den Einkauf oder so. Dann eben nicht. Wir können ja auch anstatt umzurüsten, direkt optimieren nehmen. Dann kriegt man immer die optimale Ausrüstung, die man gerade irgendwie im Inventar hat. Direkt deswegen jetzt mal das Ledermanns übergezogen. Perfekt. Jetzt haben wir mehr Verteidigung und ja. Bei Level 1 merkt man das noch nicht so richtig, aber da es Prozentwerte sind, merkt man das, je mehr man im Level aufsteigt, umso deutlicher, wie geil das eigentlich wirklich ist. Deswegen, Lederwams ist schon eine feine Sache, sollte man sich auf jeden Fall holen. Was ist du denn so? Guten Tag, mein Herr. Schauen Sie sich in Ruhe um. Das werde ich tun. Kleiner Heiltrank, Heilkraut, Gegengift, das gleiche wie überall sonst eigentlich. Ist okay. War hier eigentlich irgendwas? Nö. Oder hier einfach nur ein paar Säcke? Gestapelte Säcke. Verschiedene Bücher über den Handel und Kaufleute. Und hier auch das gleiche. Stand hier nicht mal ein kleiner Junge? Ich bin gerade verwundert, wo das Kind geblieben ist. Ich bin der Meinung, dass hier mal ein Junge stand, aber kann auch mich irren. Voller Jacken und Schuhe. Abgeschlossen. Warum? Vielleicht ist da seine private Pornosammlung drin oder sowas, ne? Wer weiß das schon. Ich meine, Hannes ist ja auch ein bisschen dreist in dieser Hinsicht, ne? Geht einfach hinter dem Ladenbesitzer hier nach oben und guckt sich in seinen persönlichen Wohnräumen um, ne? Macht man ja auch nicht. Socken und Unterhosen. Ja, das will man nicht. Liebesromane und Gedichtsbände. Wie man den perfekten Heiratsantrag macht. Hm, das Buch sollte ich vielleicht mal lesen. Tja, vielleicht solltest du das, wer weiß das schon. Töpfe, Tassen und jede Menge Besteck. Viele Teller. Oh, hier sagt er das nicht. Das sagt er nur hier. Interessant. Ich war gestern auf jeden Fall nach der Aufnahmesession ziemlich fertig, dass so Sachen einfach waren, die halt dann falsch waren, nicht passiert sind, wie auch immer. Aber, ja... Ich wurde auch noch mal ein bisschen getröstet von meinem besten Freund zum Beispiel, dem ich das auch erzählt habe. Und er meinte so, ey, sowas kann immer passieren, wenn man selber ein Spiel gerade entwickelt, ne? Dass dann irgendwie noch immer Sachen dann da sind, die falsch sind. Das kann nicht immer alles auf Anhieb perfekt sein eigentlich. Das ist vollkommen okay. Und ich dachte nur so, danke. Was heißt, ich dachte, ich habe es auch wirklich gesagt natürlich, ne? Jetzt sehen wir auch, dass die Frau da ist. Oh, hier scheint jemand drin zu sein. Ich sollte nicht stören. Ne? Aber hier, die Frau ist jetzt wirklich da. Wir können uns nochmal die Szene jetzt wirklich vernünftig angucken. Ein bisschen beschleunigt, ne, weil wir kennen es ja schon, aber hey, sag mal an hier. Ist übrigens gut für Speedruns, wirklich dann einfach die Enter-Taste, beziehungsweise die Leertaste gedrückt zu halten. Ne, dann beeilt er sich auch ein bisschen und die Textboxen gehen schneller und sowas alles, ne. Klopf, klopf. Hä? Herein? Entschuldigung, falls ich störe, aber... Ja, was wünschen Sie? Tut mir leid, ich dachte, dieses Zimmer wäre jemand anderes. Für einen Moment hatte ich wirklich Hoffnung. Wo steckst du denn, Jessica? Alles scheiße, mein Leben ist vorbei. Nick, gib mir Whiskers. Schauen wir uns weiter um. Genau, gehen wir doch mal in die Kirche. Hallo? Er ist ins Gebet vertieft, da will ich nicht stören. Dann machen wir das auch nicht. Diese Frauen sind auch ins Gebet vertieft, deswegen... Ne, da wollen wir dann nicht stören. Ich finde es hier übrigens sehr schön mit diesem Lichteffekt, wirklich von den Kirchenfenstern, dass die hier wirklich... Dass hier wirklich so die Sonne reinscheint und da hier so eine Reflexion auf dem Boden ist. Das finde ich nice. Voller Gesangsbücher.
Ich hatte wirklich erstmal mich gefragt, weil mein Freund da einen Schrank hingepinselt hatte, so, ja, was ist denn da drin? Und dann, ja, was bietet sich für eine Kirche an? Gesangsbücher. Das macht Sinn. Willkommen in unserer schönen Kirche, mein Sohn. Kann ich irgendetwas für dich tun? Vielleicht können Sie das. Eine sehr gute Freundin von mir ist verschwunden. Sie hat lange braune Haare und trägt ein blaues Kleid. Haben Sie Jessica irgendwo gesehen? Zu meinem Bedauern nein, aber ich werde dafür beten, dass du sie bald findest und ihr nichts Schlimmes geschehen ist. Danke, Herr, Pastor Claudius ist mein Name. Danke, Pastor Claudius. Was willst du denn bei den Glocken? Eigentlich nichts. Dann bleib bitte hier unten. Da hast du wohl recht. Und hier das Markenzeichen meines Freundes, ein Besen. Weil ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, das hatte auch Scarlett Annie in ihrem Stream erwähnt, so ziemlich überall steht einfach mal dieser Besen rum. Und das ist einfach irgendwie, ja, das Markenzeichen meines Freundes. Das hat er auch bei unserem anderen Spiel gemacht, was wir in Entwicklung haben, wo wir aber bisher nicht viel machen, weil wir erstmal das Schwarze Schloss fertig kriegen wollen. Aber da steht auch überall dieser Besen rum. Vielleicht zeige ich ja mal von unserem anderen Spiel, was zur Halloween-Zeit oder sowas, weil es eher auch ein Horrorspiel sein soll als dieses hier. Und, ja. Könnt ihr darauf gespannt sein. Hallo. Guten Tag. Guten Tag, junger Mann. Kann ich etwas für Sie tun? Ich habe sie jetzt gerade schon fast wie Carina gesprochen. Von Fresh Torge. Hallo, hier ist Carina. Kann ich etwas für Sie tun? Muss ich gerade jetzt dran denken, irgendwie. Vielleicht. Ich suche eine gute Freundin von mir. Haben Sie vielleicht jemanden in der Stadt gesehen, der hier neu ist? Das kann ich leider nicht so genau sagen. Meine Augen sind nämlich nicht mehr die besten. Aber fragen Sie doch sonst immer meine Tochter. Sie geht zwar wegen ihrer Krankheit selten raus, aber vielleicht hat sie ihre Freundin ja trotzdem gesehen. Sie ist unten im Keller. Wegen ihrer Krankheit? Das klingt aber gar nicht gut. Kann ich Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Nein, nein. Das war jetzt etwas härter ausgedrückt als gemeint. Sie hat nichts Schlimmes. Es ist doch nicht ansteckend. Keine Sorge. Gehen Sie ruhig zu ihr. Aber danke, dass Sie Ihre Hilfe angeboten haben. Und hier kann ich übrigens auch mal eben anmerken, dass damals die, naja, leichte Beschwerde, beziehungsweise auf jeden Fall Anmerkung kam, was denn das Blaue in ihrem Gesicht wäre. Wenn man so ganz genau hinschaut, sind da so kleine blaue Striche irgendwie von, ja, wie so eine Gesichtsbemalung halt, die sie halt wirklich hätte. Aber das ist irgendwie einfach so. Das kriegt man auch nicht weg. Das ist... Ich weiß nicht, warum. Aber irgendwie ist das da halt einfach so. Ich weiß auch nicht, warum. Gerne doch und danke. Ja, genau. Leg dich ins Bett. Ne? Leg dich einfach ins Bett. Hier ist auch das Mädel, was am Schlafen ist. Kann man hier noch irgendwas untersuchen eigentlich? Weiß ich gar nicht mehr. Hier ist nichts. Hier ist nur wieder dieser Besen natürlich. Ne? Irgendwelche Vorräte, die sie haben. Säcke, wieder auch Fässer und was nicht alles. Hier ist nichts Besonderes zu erkunden. Tja. Oh, sie scheint zu schlafen. Ich sollte wohl lieber nicht stören. Andererseits muss ich Jessica finden. Tja, wecken oder wieder gehen, ne? Fragt man sich, was ist die richtige Entscheidung? Ich bin mir gerade selber unsicher. Nein, aber wenn man Jessica wirklich für Hannes gewinnen will, denke ich mal, sollten wir sie wecken, um halt zu zeigen, dass wir für alles bereit sind, natürlich. Das andere wäre insgesamt vielleicht ein bisschen höflicher, aber hey. Nein, Jessicas Sicherheit hat oberste Priorität. Hallo, dürfte ich Sie kurz stören? Lassen Sie mich bitte etwas schlafen, ich bin furchtbar müde. Verzeihung, ich wollte Sie nicht lange stören. Bitte sagen Sie mir nur, ob Sie eine fremde Person hier in Harvard gesehen haben. Nein, und jetzt lassen Sie mich bitte weiter schlafen. Natürlich, tut mir leid. Da ich wieder eingeschlafen, wirklich. Das hat sich ja mal so gar nicht gelohnt. Deswegen, man könnte es auch als Minuspunkte sonst vielleicht auslegen bezüglich allgemeiner Menschlichkeit. Aber hey. Was sollen wir sonst tun? Hannes ist verzweifelt. Hallo. Verzeihung, kann ich Sie kurz etwas fragen? Sicher, was gibt es denn? Ich suche eine gute Freundin von mir. Sie hat lange braune Haare und... Haben Sie ein Foto von ihr dabei? Nein, das habe ich... vergessen. Dann kann ich Ihnen nicht helfen. Bei bloßen Beschreibungen kann ich mir Leute nicht genug vorstellen, nicht gut genug vorstellen. Ich bin so ein Idiot. Aber jetzt zurück nach Tegra zu gehen, nur um ein Foto von ihr zu holen, lohnt sich der Weg nicht. Tja, so ist das dann eben.
Das ist übrigens ein schönes Haus bezüglich einer Nebenquest. Kann ich Ihnen helfen? Vielleicht ja. Ich suche jemanden. In meinem Haus? Nein. Ich möchte nur so viele Leute wie möglich befragen. Haben Sie zufällig eine junge Frau namens Jessica gesehen? Sie hat lange braune Haare und ist in meinem Alter. Außerdem kommt sie aus Tegra. Nein. Aus Tegra war schon lange niemand mehr hier. Und die Beschreibung Ihrer Freundin sagt mir auch nichts. Tut mir leid. Trotzdem danke. Das erinnert vielleicht auch so ein bisschen an Vampire Storm 1, ne, wo Valnar alle möglichen Leute gefragt hat, so, hey, habt ihr jemanden Fremden hier in der Stadt gesehen, ne, weil hier Aisha ist ermordet worden und entführt worden und keine Ahnung, keiner weiß, wo sie ist, wie es ihr geht, jetzt wirklich, ist sie wirklich schon tot oder braucht sie nur Hilfe, liegt sie blutend in der Ecke, keiner weiß es, ne. Ja. Aber, naja. Hey, was ist los? Hey, warum bist du denn so traurig? Mama hat mir meinen Teddy weggenommen, weil sie denkt, dass ich ihr auch etwas weggenommen hätte. Jetzt ist er unten auf dem Schrank und ich komme nicht ran. Dabei habe ich gar nichts gemacht. Ja, Teddy hat auch sicher ganz eine große Angst auf dem Schrank. Er könnte doch runterfallen. Was sollst du denn weggenommen haben? Ihre Muschelkette. Papa hat sie ihr damals geschenkt und jetzt ist sie verschwunden. Aber ich habe sie nicht genommen. Sie wurde bestimmt von einem Dieb gestohlen. Ich wüsste nicht, warum jemand eine Muschelkette stehlen sollte. War die Kette denn wertvoll? Klar, sie war doch von Papa. Sie kam von Herzen. So meinte ich das nicht, aber ist okay. Wenn ich zum Strand gehen dürfte, könnte ich Muscheln sammeln und Mama eine neue Kette machen. Ich habe so etwas schon mal gemacht. Dann würde sie sich vielleicht freuen. Aber ich habe auch Hausarrest gekriegt. Soll ich für dich ein paar Muscheln sammeln oder? Tja, da kann man wohl leider nichts machen. Sieh zu, wie du klarkommst. Nein, wir helfen dir natürlich. Ah, das wäre super. Dankeschön. Kein Problem. Wie viele brauchst du denn ungefähr? 20 sollten reichen, aber je mehr, desto besser. In Ordnung, ich bin bald wieder da. Wir helfen doch gerne, ne? So ein paar Muscheln sammeln ist ja jetzt auch nicht sonderlich schwer. Das kriegen wir hin. Aber wir gehen erst einmal nochmal hier hin, denn hier waren wir ja auch noch nicht. Und, ne, wie es halt so ist, das haben nämlich auch ein paar Leute übersehen, aber hier ist doch ein steinerner Weg, Leute. Dementsprechend ist hier eine Tür und man kann ins Haus. Ne, man muss halt auf solche kleinen Details achten. Es ist nicht wichtig, auch was hier drin ist, natürlich, ne. Außer, dass hier vielleicht der Sack vom Weihnachtsmann steht, keine Ahnung. Aber, ne. Bitte stören Sie mich nicht. Dann eben nicht. Ich muss mir sehr genau diese Zutaten im Schrank angucken. Ne? Willst du mal ein Kunststück sehen? Ja, warum nicht? Sehr schön, dann pass mal gut auf. Hey Tobi, sag mal wow, 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 wow. Beeindruckend. Nicht wahr? Und das hab ich ihm beigebracht. Ich werde immer eine große Hundetrainerin oder auch Hundezüchterin. Ganz bestimmt. Hihi. La, la, la. Das ist übrigens auch eine Anspielung sogar auf das reale Leben. Denn ich weiß nicht warum, aber die Tante von meinem Freund hat halt einen Hund, der halt öfters bei meinem Freund aber zu Hause untergebracht ist. Und der Vater von meinem Freund sagt öfters zu dem Hund, dass er einfach irgendwie wow, 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 wow sagen soll. Einfach nur so just for fun. Und das ist halt irgendwie so ein Running Gag bei uns geworden, weshalb ich dachte, ey, komm, wir erlauben uns jetzt mal einen Spaß. Es wird zwar keiner ansonsten verstehen, aber wir bauen das jetzt ins Spiel ein, so damit wir es auch auf ewig in Erinnerung behalten können. Und ja, deswegen haben wir das quasi gemacht. Was wollen Sie? Ich suche jemanden, eine gute Freundin von mir aus Tegra. Dann brauchen Sie nichts weiter zu sagen. Bewohner aus Tegra habe ich hier schon lange nicht mehr gesehen. Oh, in Ordnung. Danke für die Information. Dann halt nicht. Hey. Was willst du? Ich muss noch Hausaufgaben machen. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Dann frag ich dich eben nicht. Lass mich raus, danke. Viele, viele Bücher, und ein Tresor. Sieht auch aus wie der Arzt, außerdem der Typ hier. Verzeihung, dürfte ich Sie kurz etwas fragen? Eigentlich nicht, aber wenn Sie es wirklich kurz machen, will ich mal nicht so sein. Also, was gibt es? Ich wollte Sie fragen, ob Sie vielleicht meine Freundin Jessica aus Tegra gesehen haben. Sie ist nämlich verschwunden. Ist das nicht die Tochter des Bürgermeisters?
Nein, sie arbeitete als Dienstmädchen beim Bürgermeister. Dann habe ich sie wahrscheinlich nicht gesehen. Ich befasse mich nicht mit einfachem Fußvolk. Ach, und warum reden Sie dann mit mir? Ich bin nur ein einfacher Jäger. Aber ich habe Ihren Vater gekannt. Er war ein ehrenwerter Mann. So, jetzt stören Sie mich bitte auch nicht weiter. Ich muss hier noch mich um wichtige Dinge kümmern. Ah. Nett. Aber wie manche Leute eben so sind, ne, etwas eingebildet und sowas, ne, man kennt es. Vielleicht packen wir ja auch noch irgendwo irgendwas mal hin, dass man noch mehr zu erkunden hat und zu untersuchen. Aber das weiß ich noch nicht, da verspreche ich nichts. Erstmal geht es um die Story, die durchzukriegen, und dann schauen wir weiter. 3 Muscheln erhalten. Hier ist nichts Brauchbares, dann eben nicht. 2 Muscheln. Nichts. Hallo. Entschuldigen Sie bitte. Oh, hallo. Haben Sie wirklich gerade mich angesprochen? Ja, sieht so aus. Warum sollte ich denn auch nicht? Weil ich eigentlich nie von einem Mann angesprochen werde. Ich hatte in diesem Punkt bisher noch kein Glück. Oh, also ich habe Sie jetzt nicht angesprochen, um Ihnen den Hof zu machen oder so. Ich wollte Sie einfach nur etwas fragen. Ich wusste es. Männer interessieren sich einfach nicht für mich. Ich werde niemals hier mit einem netten jungen Mann stehen, mit dem ich gemeinsam Sonnenuntergänge genießen kann. Einer, der mich in den Arm nimmt, wenn ich traurig bin oder wenn ich... Du meine Güte. Von ihr werde ich wohl keine hilfreichen Hinweise bekommen. Einfach weggehen könnten wir jetzt mega der Arsch sein oder die Frau versuchen, ein bisschen zu trösten. Wissen Sie, ich habe mal gehört, dass es für jeden Menschen den passenden Partner auf der Welt gibt. Meistens trifft man ihn genau dann, wenn man nicht damit rechnet. Geben Sie also die Hoffnung nicht auf. Vielleicht lebt Ihr Traumprinz einfach nur in einer anderen Stadt. Meinen Sie wirklich? Natürlich. Sie sind doch eine hübsche junge Frau. Sie werden sicher eines Tages einen Mann sehr glücklich machen. Vielen Dank. Ich hoffe, dass Sie damit recht haben. Da bin ich mir sicher. Ne, wir sind doch ein netter Hannes. Wir trösten die Leute doch. Wir sind für dich da. Frag den Hannes. Dein Freund in der Not. Hier ist nix. Und nochmal eine Muschel. Hallo, kleiner Krebs. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Vielleicht der Dog oder sowas, ne? Irgendjemand auf jeden Fall meinte so, ja schade, dass wir hier nicht drüber laufen können. Und wir eben so, ratsch, Krebs zerquetschen irgendwie. Wo ich auch dachte, hallo? Grausam bist du wohl gar nicht veranlagt oder so. Na, was gibt's bei dir noch? Frischer Fisch aller Sorten. Meine Fische glotzen nicht, als hätten sie die Dämonen der Hölle gesehen. Frischer Fisch, Happy Fisch. Eine Mischung aus dem einen Fischverkäufer von Blattummen 2 und Helge Schneider aus, ich weiß gar nicht mehr, der Jazzclub, glaube ich, war das. Da gab es nämlich irgendwie so einen Laden, der hieß Happy Fish oder so. Und deswegen, ne, habe ich hier einfach mal zusammengefügt, weil ich diese Sprüche beide immer genial fand. Und deswegen, hey, why not? Peter, was hast du für mich? Lachs und Algen. Ja, Zutat zum Kochen. Und kochen können wir noch nicht. Aber das wird irgendwann auf jeden Fall kommen. Für Hannes eher nicht so wichtig. Das wird eher für Jessica natürlich von Belang sein. Manche Leute haben sich auch gefragt, warum eigentlich Algen? Warum sollte man Algen kaufen und dann irgendwie noch kochen und essen wollen oder sowas? Ganz einfach. Habt ihr schon mal Sushi gegessen? Ich auch nicht, aber ich habe mir sagen lassen, dass dazu Algen verwendet werden. Ich stecke im Sand. Was zum... Tja... Eine Anspielung auf den Film High School Musical 2 übrigens, by the way. Weil da die Mutter von Sharpay, glaube ich, war das, mal irgendwann völlig einfach ohne Grund gesagt, so wirklich, ich stecke im Sand. Und wir dachten uns nur so, okay, why? Das war sehr seltsam. Na, wer bist du denn? Sieht der Himmel heute nicht wunderschön aus? Ja, wir haben heute gutes Wetter, das stimmt. Und die Wolken erst, wie Watte. Ich würde Sie gerne etwas fragen. Sehen Sie mal, die Wolke da vorne sieht aus wie ein Herz. Tja, wer so am Schwärmen ist und von nichts anderem redet, ne, da können wir auch keine Informationen herbekommen. Aber ist auch gut, dass es solche Leute gibt, denn... Oh, cool. Denn,
Was wollte ich sagen? Genau. Denn wenn er immer wirklich das Gleiche nur fragt, ja, haben Sie eine junge Frau mit langen blauen Haaren, vor allem braunen Haaren gesehen und sowas, ne, wird ja auch langweilig. Zwei Muscheln. Ich glaube, ich habe jetzt genügend Muscheln. Genau. Hier bekommt man auch nochmal den Hinweis, dass man das auf jeden Fall weiß. Dann geben wir die Quest auch direkt schon mal ab, um ein paar Erfahrungspunkte zu bekommen. Na. Auch sie schon mit dem Geräusch. Hallo, Kleine. Bitteschön. Oh, vielen Dank. Ich habe auch etwas für dich als Dankeschön. Das ist lieb von dir, aber wirklich nicht nötig. Ich habe das gerne gemacht. Egal, ich möchte dir trotzdem etwas geben. Hier. Schimmernden Stein erhalten und 25 Erfahrungspunkte. Den habe ich mal am Strand gefunden. Wow, der ist aber wirklich schön. Bist du sicher, dass du ihn mir schenken möchtest? Klar, er war mein Glücksbringer. Aber du hast ihn dir verdient. Nimm ihn mit. Na gut, danke. Danke nochmal. Gerne. Ich habe mir wirklich erstmal lange Zeit Gedanken gemacht, so von wegen, was man von ihr als Belohnung bekommen könnte. Weil sie ist ja wirklich ein Kind. Ne? Deswegen, was kann man von einem Kind schon irgendwie Besonderes erhalten? Und dann habe ich mir diesen schimmernden Stein überlegt und habe dann weiter überlegt, ja toll, dann habe ich einen schimmernden Stein. Wofür soll der überhaupt gut sein, ne? Aber, er hat eine Bedeutung bekommen, die wir uns später auf jeden Fall noch ansehen werden. Ich glaube, ich mache den Part ein bisschen länger, indem ich doch den ganzen Rest von Havor eben zeige. Viel ist es nämlich auch nicht mehr. Wenn ich es dir doch sage, ich habe dich nicht betrogen. Ich habe das Plättchen doch gesehen. Wer war das denn sonst? Entschuldigen Sie bitte. Eine alte Schulfreundin. Sie war zufällig in der Gegend und hat mich besucht. Ah, eine alte Schulfreundin. Natürlich. Für wen umhältst du mich eigentlich? Entschuldigung. Was? Haben Sie vielleicht jemand Neuen in der Stadt gesehen? Ich suche nämlich... Sehen Sie nicht, dass wir hier etwas Wichtiges zu besprechen haben? Ich wollte doch nur fragen, ob... Nein! Und jetzt verschwinden Sie! Schon gut, tut mir leid. Ich meine, okay, wie gesagt, Hannes ist verzweifelt, aber normalerweise würde auch wirklich niemand bei so einem schlimmen Streitgespräch stören und nur jeden anderen fragen, aber die nicht. Aber es ist halt ein Hannes, ne? Was will man da machen? Ich starre dich so lange an, bis du tot bist. Ha! Ich starre dich so lange an, bis du verwehst. Ja, die hassen sich definitiv gerade sehr. Ein kleines Lagerhaus. Wein, Wodka und Rum für die wahren Seemänner dieser Welt. Oder anders gesagt, alles, was ein Säuferherz begehrt. Angelhaken, Köder und andere Dinge für die Fischer sind hier in den Regalen. Für mich uninteressant. Eine Kiste voller Fische. Säcke, ordentlich übereinander gestapelt. Genau, hier sind wieder auch Köder und sowas, ne? Für uns alles uninteressant, aber man kann es sich angucken, wenn man denn will. Hey! Entschuldigen Sie, haben Sie zufällig eine junge Frau mit langen braunen Haaren in einem blauen Kleid gesehen? Nee, mein Junge! So eine Dame habe ich hier tatsächlich nicht gesehen. Aber frag doch sonst mal Mr. O. Mr. O? Jo, das ist so ein geheimnisvoller Typ, der sich hier niedergelassen hat und zu allem seinen Senf dazu gibt. Aber er weiß auch relativ viel. Zumindest behauptet er das. Aber ich denke, man sollte ihm nicht alles glauben, weil echt vieles davon nach Seemannsgarn klingt. Ein Versuch wäre es dann auch wert. Wo kann ich diesen Mr. O denn finden? Der muss sich hier irgendwo in der Stadt aufhalten. Du wirst ihn schon finden. Der trägt so eine grau-schwarze Mütze. Na gut, danke. Kein Ding, mein Junge. Yo. Und diese Person ist unglaublich wichtig. Wenn man die nicht anquatscht und dann Mr. O findet, der auch durch dieses Gespräch erst spawnt überhaupt, dann ist man in Havor nicht fertig. Weil ich habe mir so gedacht, es sollte nicht so sein, wie teilweise gefühlt in Final Fantasy VII, dass man mit jeder Person irgendwie reden muss, damit es mal manchmal weitergeht, sondern halt, ne, es gibt halt eine bestimmte Person. Und manche übersehen die sogar. Ich meine, es ist eine Person, die offensichtlich alleine hier unten rumrennt. Hier rennt sonst niemand rum, außer die Wache, die hier noch steht, ja. Und trotzdem, diese Person wurde gerade vom Dog, glaube ich, extrem einfach übersehen. Der ist ja die ganze Zeit mit denen herumgedackelt, hat ausgerechnet ihn aber nicht angesprochen. Und jeden anderen hat sich gewundert, warum es nicht weitergeht. Ah! Hallo, junge Dame. Ah! Oh, tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Darf ich dich etwas fragen?
Man darf nicht mit Fremden reden. Das stimmt, aber warte! Ach, kleiner Krebs, er ist sich verlaufen. Geh doch zurück an den Strand. Warum muss ich ausgerechnet heute Dienst haben? Bei der Hitze würde ich lieber mit meinen Kindern schwimmen gehen. Wenigstens geht hier am Hafen ein kühler Wind. Entschuldigung. Wie? Oh, Verzeihung, kann ich Ihnen helfen? Ich hoffe es. Haben Sie zufällig eine junge Frau namens Jessica hier gesehen? Bedauere, ich weiß nichts von einer Jessica. Ich muss hier hauptsächlich auf den Gefangenen aufpassen und eingreifen, falls Piraten hier auftauchen. Was für einen Gefangenen? Der Kerl, der hier in diesem Gefängnis sitzt, neben mir. Er hatte etwas beim letzten Markttag von einem Stand geklaut und wurde deswegen festgenommen. Ah, okay. Eins noch. Sind eigentlich viele Schiffe in den letzten Tagen hier ausgelaufen? Selbstverständlich. Hier laufen jeden Tag viele Schiffe ein und aus. Verdammt! Oh, da stand außerdem verdammt. Da fehlt das R. Verdammt. Wieso verdammt? Weil ich Jessica wahrscheinlich nicht finden werde, wenn sie ein Schiff, wohin auch immer, genommen hat. Sie ist aus Tega verschwunden und... Ach, lange Geschichte. Ja, Sie können es mir gerne erzählen. Ich habe Zeit. Ich aber nicht. Ich muss weiter nach ihr suchen. Schade. Na dann viel Glück. Danke. Tja, die arme Wache hat hier definitiv sehr viel Langeweile. Aber ist auch klar, der hat hier nichts zu tun, ne? Muss hier einfach nur stehen und Wache halten und hier ist unser lieber Mr. O. Unser ehemaliger Testspieler und lange Zeit treuer Zuschauer, der dann eines Tages leider verschwand. Opti, beziehungsweise hier Mr. O. Sind Sie Mr. O? Wer will das wissen? Mein Name ist Hannes. Ich bin auf der Suche nach einer sehr guten Freundin von mir und man sagte mir, Sie würden ziemlich viel wissen und mir dadurch vielleicht weiterhelfen können. Ich glänze lediglich mit gefährlichem Halbwissen, aber ich helfe gern. Wieso gefährlich? Ich übernehme keine Garantie für das, was passieren wird, wenn du auf das hörst, was ich sage. Ganz einfach. Ach, das ist mir klar. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriegen kann. Nun gut, du suchst also deine Freundin? Genau. Ihr Name ist Jessica. Sie kommt aus Tegra, hat lange braune Haare und ein blaues Kleid. Sie ist vor kurzem weggelaufen, sag ich mal. Die Gründe zu erklären würde jetzt zu lange dauern. Auf jeden Fall ist sie weg und hat niemandem gesagt, wohin sie gehen will. Bist du dir dann sicher, dass deine Freundin überhaupt gefunden werden will? Wie bitte? Wenn sie niemandem gesagt hat, wo sie hin will, dann... Was spielt das denn für eine Rolle? Sie ist ganz alleine da draußen und vielleicht in großen Schwierigkeiten. Ich muss sie retten und wieder sicher nach Hause bringen. Schrei mich nicht an. Ich sage doch nur, wie es ist. Du redest über sie, als ob du sie besitzen wolltest. Sie ist jedoch ein eigenständig denkender und handelnder Mensch. Vielleicht solltest du ihre Entscheidung einfach akzeptieren. Ich werde sie nicht im Stich lassen. Das kann ich einfach nicht. Dann tu, was du nicht lassen kannst. Vielleicht hat sie ja jemand in Darnen oder in Herlim gesehen. Viel Glück. Danke. Hannes sagt nicht mal Danke, weil er von Mr. O genervt ist. Nett. Aber so ist er halt, unser Hannes, ne? Was soll's. Aber das war's auf jeden Fall dann erstmal mit dieser Stadt. Ne, relativ groß und schön hier mit auch dieser Handelsmarkt-Ecke-Gedöns, wo jetzt so gerade nichts ist. Wir können hier nicht mal was klauen, wenn wir wollen. Aber ja. Unter anderen Umständen hätte Hannes vielleicht sogar auch den Tipp von Mr. O befolgt. Aber es gibt halt eine Sache, die ihr halt noch nicht wisst, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt bisher, die wir bald erfahren werden. Und ja, deswegen ist es verständlich, warum Hannes nochmal extra mehr hinterher ist, Jessica zu finden und, naja, in Anführungsstrichen auch zu retten. Weil, ja, weil ich habe ein Beil. Ihr werdet es halt sehen, wie gesagt, ich verrate nichts. Aber es hat auf jeden Fall einen sehr guten Grund und deswegen, ne, darauf werden wir dann später noch einmal zu sprechen kommen, wenn es soweit ist. Das war auf jeden Fall der Rest von Havor und ich werde den Part jetzt auch mal endlich hier beenden. Und im nächsten Part gehen wir dann nach Darnon und dann auch bald nach Herlim und so weiter und so fort. Und ja, euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen restlichen Tag und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei oder fangt jetzt selber an, das Spiel zu spielen. Ich hoffe ja, dass jetzt alle Bugs auch wirklich behoben sind und ja. Wie gesagt, Link dazu ist vielleicht sogar in der Videobeschreibung von diesem Part. Wäre ja eigentlich ganz ratsam, wenn ich dran denke. Sonst in meinem Info-Video, dass die Demo vom vom Schwarzen Schloss jetzt draußen ist. Da ist es auf jeden Fall verlinkt und das ist auch wirklich die aktuellste Version immer. Und
Na? Soweit, so gut. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao!